Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Zu Part 2. Ich habe es ja damals schon angeteased. In Part 1. Dass wir das hier als Let's Play machen werden. Und ich habe jetzt nochmal bis zu dieser Stelle hier gespielt und wir sind wieder da. Eieiei, okay. Ja, wir sind wieder da. Wo wir, glaube ich, im letzten Part aufgehört haben. Vor, weiß ich nicht, fast einem Jahr. Und ja, mal schauen. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Okay, ja, jetzt wird uns das Hacken erklärt. Platten aufdecken, Rohre austauschen und die dann so bauen, dass wir zum Ausgangsrohr gehen. Okay, ja. Wo ist die Frage? Wo ist das Ausgangsrohr? Ah, hier unten, okay. Oh, und das können wir dann gegen die austauschen. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Wir brauchen jetzt das hier. Nehmen wir das hier. Das tauschen wir gegen das hier aus. Und das gegen das. Oh, scheiße. Und das sollte funktionieren, oder? Ja, okay. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Yay, unser erster Sicherheitsbot. Ja, wir machen Bioshock jetzt als großes Let's Play. Wird wahrscheinlich so um die 20 Parts dauern. Also ist schon ein bisschen länger, das Spiel. Wir spielen die Xbox 360-Version auf der Xbox One X. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Ja. Wir sind im Medical Pavilion und sollen nach Atlas Familie suchen. Das ist unsere Mission immer noch. Ich weiß nicht, wo wir die aktuell einsehen können, aber sind sie im Medizinbereich hier. Ja, ich hoffe, also ich habe natürlich auch geguckt, dass ich das auf dem PC spielen kann, das Game, aber da anscheinend die PC-Version des Games, zumindest die ich auf Steam bekomme, alle zensierte Versionen sind und die Konsolenversion allerdings nicht. Ich habe mich mal für die hier entschieden. Das wird euch wahrscheinlich auch in einigen Zwischensequenzen nur so auffallen. Die hier ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlich glaube ich, brutaler und ungeschnittener und ja, juckt mich jetzt nicht. Außerdem also, hatte ich die Version noch dabei. Ich habe ja die auch auf dem PC, aber naja. Lol, unser Bot macht das. Oh, der hat eine Knarre. Nice. Ja, und Geld müssen wir erstmal sparen, wenn wir uns dann immer Munition und so kaufen. Ah, und ich habe gute Erinnerungen an das erste Gebiet hier. Das war, glaube ich, ganz gut. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen. Dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Das ist dieser Dr. Steinman. Naja, scheint ja nicht der. Na, ist so eine Sache. Scheint nicht der moralswürdigste Typ zu sein. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Das ist ja toll. Schön, dass du uns das gesagt hast. Ja, Bioshock ist so aufgebaut, dass du jedes Mal ein neues Gebiet hast und dort einen Hauptgegner und dort eine Hauptmission und hast du nicht gesehen. Hier ist es Dr. Steinman. Oh. Das ist ein Maschinengewehr. Okay. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Warte. Kommt. Na, kommt doch. Oha, wo kommen die denn her? Die sind hier hochgekommen. Sind die hier reingesprungen? Und wo ist mein Geschütz? Ah, okay. Was geht denn bei denen ab, Alter? Ich weiß, dass ihr durch seid, aber oha. Meine Fresse. Zack. Was? Wie hast du mich genannt? Was geht denn bei den ab, Alter? Die sind ganz schön punzig eingenommen. Oh ja, schlafende Hunde, ich merke. Oha. Und schon haben wir keine Muni mehr für diese gute Waffe. Naja. Pistole. Ich mag unser kleines Pip-Pap-Geschütz, Alter. Das ist ja geil. Okay, Radiosendungen. Hier läuft noch ein bisschen was. Keine Kraft mehr. Eve lädt deine Akkus wieder auf. Ja, mit dir jetzt mal so eine Spritze reinjagen, fühle ich nicht. Okay. Eine Karte aufzurufen. Naja, die Karte, ich glaube, ich habe die gar nicht genutzt, als ich das erste Mal Bioshock durchgespielt habe. Für die, die neu sind, ich habe Bioshock schon mal gespielt vor 4-5 Jahren. Durchgespielt, den zweiten Teil. Dann habe ich den ersten gespielt und beim dritten hatte ich keine Kraft mehr. Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinman! Ich sollte wunderschön werden! Stellen Sie mich an! Stellen Sie mich an! Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingelistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Ich merke schon, der Typ hat eine... Ja, Vorstellung von Schönheit. Wie ist das? Höhere Standards? Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Okay. Oha. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroboot triffst. Oha. Ja, ich merke den Kurzschluss, aber das hat mir irgendwie nicht sehr viel gebracht.
Alter. Ja, Maschinen, das habe ich schon ganz vergessen. Wir können Maschinen hacken und alles. Später wird das noch leichter, aber im Moment. Okay, das Modell ist absolut beschissen. Okay, das hat nicht gerendert. Aber im Moment sind wir noch auf unsere kleine Ausrüstung hier beschränkt. Alles gut bei dem Ding. Aber ich weiß nicht, wie ich die Parts aufteilen werde, ob also wie viel ich am Tag mache. Hacken. Oh ja. Jetzt hacken. Wie ich die Parts aufteilen werde, immer so eine halbe Stunde oder so. Keine Ahnung. We'll see. Okay. Oha, okay, es fängt an. Ja, das wird nämlich immer ein bisschen nervig. Das wird nämlich immer schneller und da haben wir jetzt mal, sage ich mal so, nicht die Zeit dafür. Zack, zack. Das dahin. Das dahin. Ich glaube, desto mehr wir aufdecken, desto schneller läuft es auch ab. Das Hacken ist im zweiten Teil viel besser. Kann ich schon mal sagen. Und fertig. Geschütz gehackt. Oh ja, aber... Oha! Mein Geschütz hat meine Drohne abgeschossen. Fuck. Was ist das? Was geht denn bei denen ab? Obwohl, das ist nicht das Model, das nicht geladen hat. Das sind einfach die Körper von denen. Und wie die verändert wurden. Was die anhaben. Was so komisch aussieht. Ja, ich werde übrigens versuchen, hier ein bisschen die Guten zu spielen. Den netten Kerl in diesem Game. Wenn ihr wisst, was ich meine, welche Route ich damit nehmen will. Weil das habe ich auch früher gemacht. Und ich finde, das ist immer noch die beste. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Okay. Ich finde das so geil, wie ich manchmal einfach Autos nicht öffnen kann, weil ihr hört's ja. Ich drücke auf A und nichts passiert. Ich finde das immer sehr interessant. Verkaufsgeräte hacken. Ach du Scheiße. Nee, warte mal. Oh, das ist schnell. Okay, aufpassen. Eieiei. Eieiei. Eieieiei. Hierhin, hierhin, das, das, jetzt dahin und das dahin. Okay, Zirkus der Werteautomat gehackt. Ja, jetzt kriegt man da ein bisschen alles billiger. Ich bin so, dass ich mir momentan noch nicht wirklich Kram kaufen würde. Solange ich es noch vermeiden kann. Eieieiei. Aber ich freue mich sehr auf das Let's Play. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich muss zwar mal hier gucken, wie ich ein bisschen. Ach du Scheiße. Die haben das halt. Die haben das komplett zerstört. Mein wunderbares Geschütz. Ich habe doch die Benachrichtigung ausgestellt. Fick dich, Xbox. Ja, wie gesagt. Ich hatte es ja damit schon angeteased, das Let's Play. Jetzt machen wir es endlich. Jetzt kann ich auch mal reden. Ich weiß, dass es noch sehr hektisch wird und alles. Tödliche Viren fliegen durch die Luft. Halt! Skalpell!
Okay, das waren Ärzte. Was steht hier? Okay, Adam verwehrt uns jegliche Entschuldigung dafür, schön zu sein. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann... Toll, ich kann... Ich kann die Autos nicht öffnen. Das ist ja toll. Aber ich sag mal so, die Autos sind eben meistens unwichtig. Okay, Twilight Fields. Was hier? Du hast Spezialmunition erhalten. Drücke den Kram, um den Munitionstyp zu ändern. Benutze die richtige Munition für den richtigen Gegner. Zwei panzerbrechende Kugeln. Na, das sieht man doch, wenn man sich mal umschaut. Dreh dich um! Ach du Scheiße. Der Typ nutzt Nades, Alter. Ja. Die normalen Gegner werden auch immer stärker. Ich kann zumindest sagen, am Ende sind wir eine absolute Kampfmaschine. Da sind wir die krasseste Waffe. Rauchbombe, ja, hast du dir so gedacht, Alter. Kiste mit Granaten, ja. Ist ja mega gebracht. Also momentan sieht es nicht so gut für uns aus. Ich versuche in Leveln möglichst viel zu finden. Komm mal, ich weiß, was ich für euch nochmal mache. So, ich mache für euch nochmal ein bisschen heller. Ja, jetzt sehen wir wirklich mehr. Nicht so, dass es unnatürlich ist, aber wir sehen schon mehr. Ich weiß, dass YouTube das ja eh dunkler macht. Kaffee, ba. Was ist das? Was? Noch mehr Kaffee. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Okay, der Typ ist einfach durchgedreht. Er hielt sich für einen Künstler. Panzerbrechende Kugeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei Maschinen und so. Oder bei halt sehr starken Gegnern. Da können wir das momentan halt ein bisschen vergessen. Kann ich hier hoch? Nee. Unsichtbare Wand. Ich glaube, der hat sich hier irgendwo versteckt. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ne, momentan will ich sneaken. Ist gut. Was ist das? Ah, Leiche. Hacker's Daylight. Okay. Hacker's Daylight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um Hacken und Heilen. Das erste ist Körpertonikum erhalten. Macht sich stärker und mächtiger. Sie werden gesund von Plasmiden und anderen Tonikumarten ausgerüstet. Also unbewusst. Was meinen, wenn Sie etwas hacken, erhalten Sie ein wenig Gesundheit und.
Das ist gut. Das ist legit sehr gut. Ich meine, an Heilung mangelt es uns jetzt nicht. Wir haben noch 3 Heilkisten. Ah, das ist dieser, jedes Mal dieser A-Ton, wenn ich irgendwie mit was interagieren kann, was ich nicht in, mit dem ich nicht interagieren kann. Das nervt mich. Das Theater dicht gemacht, weil Krieg herrscht. Schweine! Okay, das ist eindeutig über uns. Ganz ruhig. Eieiei. Komm her und sag mir das ins Gesicht! Zack. Was? Lead Head Splicer. Ja, hier brauchen wir ein anderes Plasmid, oder? Wir können hier unten durch. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Okay, der weiß, dass wir hier sind. Der will uns weghaben. Abfacke. Neues Plasmid. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern anzünden. Okay. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Hier auf der Stelle, Parasit! Ja, du lass mal abfackeln, ne? Nice. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Okay, ansonsten könnte auch er die nicht kontrollieren, oder was? Na ja, gut. Gehen wir mal auf Feuer. Oh, Alter, die Säge. Na, wenn wir ansonsten nicht viel außer bei den Waffen haben. Ja, auf Panzerbrechen will ich nicht gehen. Wie will ich mir aufheben? Okay, jetzt kann ich gar nicht mehr wechseln. Aber jetzt haben wir Feuer. Jetzt können wir einiges Neues machen. So können wir Plasmide wechseln. Ja, da unten will ich gar nicht erst lang gehen. Twilight Fields. Hier ist ein Code, okay. Merken. 0451. Ah, wahrscheinlich für hier. 0451. Nice. Well done. Und wir haben einen Auto-Hacker. Was uns das Leben um einiges erleichtern sollte. Ich glaube, damit müssen wir diesen ganzen Hacking-Kram nicht machen und es ist halt immer einmal einsetzbar. Aber müssen wir halt aufpassen. So. Zack. Was? Ja, Blut. Ja, offensichtlich. Danke für den Besuch. Digga, was geht bei denen ab? Adam,
Die haben alle Probleme, die sind alle so done, ne? So durch. Oha. 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 Hacken. Automatisch hacken. So. Jetzt haben wir hier ein Geschütz, wo wir hingehen können, wenn wir Probleme haben. Oha. Hier werden sogar die Ärzte seziert. Ach. Ach du Scheiße. Alter. Was ein schlechter Geschmack, Digga. Security Expert. Neues Techniktunikum. Security Expert ist die neueste Ergänzung der Hack-Smart-Produkttabelle und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Oh yes. Nicht, dass die aufsteht. Eieiei. Kann ich hier rein? Lol. Ich kann sogar hier rein, wo er sich versteckt hat. Ja. Nichts im Schrank. Okay. Wir sind mit dem Level, glaube ich, schon zur Hälfte durch, wenn nicht schon weiter. Die Elektrobot und Abfall. Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, in dem all diese Bosheit erschaffen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Okay, wir müssen nach unten. Oder hier? Ja, wir müssen da lang. Oh, da habe ich überhaupt keinen Bock. Aber wir haben jetzt abfackeln. Mit anderen Worten, wir können auch hier lang. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Okay, deswegen ist hier alles eingefroren. Gut zu wissen. Ein weiterer Autohacker, Gott sei Dank. So. Hier noch irgendwas Wichtiges? Nein. So, wir sind immer sehr sparsam mit unseren Items. Oh ja. So viel dazu. Alter. Ich hab ganz vergessen, wie abgefuckt das erste Gebiet schon ist. Mach es sauber. Mach es sauber. Oh. Okay, an das Geschütz will ich nicht nochmal geraten.
Ach du Scheiße. Shotgun. War das alle? Ich habe ganz vergessen, wie hart das Game ist. Wir spielen übrigens auf normal, ne? Ist klar. Immer noch. Anscheinend müssen wir uns doch bald Muni kaufen. Ionischer Schrot. 0-0er Schrot. Digga. Vita Chamber, hier werden wir automatisch wiederbelebt. Oha. Ach, kein Bock, Alter, was soll das? So viel gefickt, Alter. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Tenenbaum. Eine sehr wichtige Person im Bioshock-Universum. Wir steuern Schlüssel benutzen. Kann ich jetzt durch? Campus Dentical Office. Okay, okay, okay. Okay, momentan kommen wir dann nicht durch. Wir brauchen einen Schlüssel dahin. Okay, wahrscheinlich hier. Das ist alles Sachen, die wir momentan nicht mal machen müssen. Die alles Bonus sind. Aber wir nehmen es mal mit. Ich glaube, desto mehr du hier im Spiel grindest und desto mehr du Bonusse und dir alles holst, ist sowieso besser. Okay, merken das, wir sind Granatwerfer. Okay, hacken. Da. Ah, das ist ja toll. Ja, das ist nämlich das Asoziale, wie schnell das manchmal geht. Wir müssen uns hier einen richtig schönen langen Weg bauen. Was ist jetzt hier drin? Oh, eine Eve-Spritze, Gott sei Dank. Oh, die wird angehen, oh nein. Angehen, sobald wir uns das Kackding hier nehmen.
Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Können Sie Objekte wie zum Beispiel Granaten abfangen, wie ein Schild gehalten und weggeschleudert werden? Okay, ich konnte nur ersetzen. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Sie hat T gedrückt, um Objekte aufzunehmen. Okay, und dann können wir wieder werfen. Ah, interessant. Entschuldigung, billiger kleiner Niemand. Ich hoffe, es war eine vergnügliche Nacht. Halt die Klappe. Okay, ein weiteres Plasmid gefunden. Und ich würde sagen, das reicht doch erstmal für den ersten Part von Bioshock. Oder für den zweiten. Genau, ob wir im nächsten Part diesen Medical Pavilion hier durch haben. Ich werde mal schauen, wie. Little Sisters in diesem Level 2. Ja, die müssen wir nämlich auch noch suchen. Das wird spannend. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.